In der letzten Folge hatten wir den Dödi gehabt. Dödi, ein Farmtier, was auf jeden Fall richtig cool ist. Jetzt machen wir heute wieder mal ein Tierchen, was man eigentlich nur zähmen tut, wenn man ein bisschen just for fun irgendwie ein bisschen Spaß haben möchte. Um welches Tierchen es heute geht, seht ihr gleich nach meinem Intro. Aber wie immer gilt... Ganz genau, Däumchen wären Träumchen. Also jetzt ein Like da lassen, dieses Video und auch den Channel unterstützen. Und auch wenn euch das Video jetzt nicht besonders interessieren sollte, lasst es doch einfach mal durchlaufen. Freut sich der YouTube-Algorithmus. Und das nette kleine Tierchen, um was es heute geht, ist der Archaeopteryx. Also ich habe es extra falsch ausgesprochen, weil es ist ein Arsch. Also, Archaeopteryx ist ein wirklich cooles Tier, so für Just for Fun. Ja, wenn man, also man braucht ihn nicht unbedingt, aber er ist halt lustig. Er ist wirklich lustig. Deswegen wollen wir jetzt heute hergehen und wollen uns mal einen zähmen. Um nicht so besonders aufzufallen, würde ich euch empfehlen, nehmt eine Ghillie-Rüstung, weil die Ghillie-Rüstung macht euch nämlich nicht so gut sichtbar, ja. Und was ihr natürlich dann auch braucht, das ist ein K.O.-Tame, ihr braucht natürlich wieder was zum Betäuben und am besten die Bolas. Die Bolas sind nämlich perfekt dafür geeignet. Jetzt wollen wir auf jeden Fall hergehen. Ich habe hier schon ein paar rumspringen. Hier springen schon welche rum. Irgendwo hier war gerade einer, der haut gerade ab. Okay, alles klar. Ist hier sonst noch einer? Ist hier sonst noch einer? Hallo? Archaeopteryx, wo willst du denn hin? Ha? Der kommt nicht wieder zurück, ne? Der kommt nicht wieder zurück. Okay, ist hier noch irgendwo einer? Springt hier noch irgendwo einer rum? Ha? Ich habe extra ein paar mehr spawnen lassen. Okay, müssen wir mal darüber gehen. Da sind ganz viele Archaeopteryx. Oh, da kommt einer zurück. Kommt er wieder hierher? Er bleibt tatsächlich da. Er bleibt tatsächlich da. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den jetzt hier bekommen. Und zack, ich hab dich. Yay. Okay, und dann brenne ich dir direkt einer auch drauf hier. Pass mal auf hier. So, und zack. So, einmal geht noch. Einmal geht noch. Ja, okay, er liegt. Er liegt. Sehr schön. Okay, also, ist natürlich auch ein K.O.-Tame. Und was muss man machen bei dem? Ganz genau, er möchte Chitin futtern. Er möchte gerne Chitin haben. Dann geben wir ihm doch mal gerne hier Chitin. Ich mache mal extra ein paar mehr rein. So, und dann lassen wir ihn jetzt mal ganz schnell hier zähmen. Jetzt ist er gezähmt, ging relativ schnell. Und wir nennen ihn einfach Arsch. So, okay, alles klärchen. Jetzt haben wir den Archaeopteryx. Ja, jetzt tun wir ihn aufheben. So, und das Lustige ist, was ich euch gleich zeigen möchte. So, und zwar, das Lustige ist, er kann dafür sorgen, dass ihr gleiten tut. Guck mal, ich gleite übers Wasser. Mit ihm. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Das macht richtig Spaß. Also wie gesagt, der Archaeopteryx, ja, er ist nicht stark genug zum Fliegen. Aber er ist stark genug, dass ihr mit ihm gleiten könnt. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal mit ihm hier hoch auf den Berg, damit ich euch das mal zeigen kann. Ja, weil das sieht richtig lustig aus. Es sieht wirklich richtig lustig aus. So, passt mal auf. Wie gesagt, der Archaeopteryx, ja, kein Flugtier. Es ist kein Flugtier. Aber er hat natürlich so gewisse Sachen, die einfach cool sind. So, pass mal auf. Jetzt gehe ich nämlich mal her und das wollen wir uns nämlich mal so angucken. Jetzt guck mal hier. Wumm, yay! Und dann könnt ihr nämlich hier schön durch die Gegend segeln, ja. Ihr habt zwar nicht großartig die Möglichkeit, irgendwie die Richtung zu ändern oder so, ja. Aber das Coole ist, dass ihr auf jeden Fall hierher gehen könnt und könnt auf jeden Fall schauen, dass ihr nämlich hier so ein bisschen durch die Gegend segelt. Oh, shitten. Oh, shitten. Okay, warte. Kann er die Richtung ändern? Kann er die Richtung ändern? Ja, kann er. Sehr schön. Okay. Er kann die Richtung ändern. Er kann sie doch ändern. Ja, nur das Problem ist, wie gesagt, wie kommt man jetzt wieder nach unten? Ah, auf jeden Fall kann man schön mit dem durch die Gegend segeln. Das ist das Coole dabei. Das ist richtig cool. So, jetzt hoffe ich dann natürlich, dass dann gleich seine Ausdauer vorbei ist. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Ihr könnt auf jeden Fall mit dem richtig schön durch die Gegend segeln. Das ist schon mal was richtig Cooles. Das macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt wird es in-game langsam dunkel. Ist egal. Also, wenn ihr mit dem Archaeopteryx ein bisschen Spaß haben wollt, wirklich richtig cooles Tier. Ja, wenn ihr zum Beispiel in einer Truppe seid, im Tribe oder sonst irgendetwas und ihr seid zum Beispiel zu Fuß unterwegs und irgendein Tier will euch angreifen, mit dem Archaeopteryx, wupp, ihr segelt davon. Ist auf jeden Fall richtig cool. Wie gesagt, er kann halt nicht fliegen, er kann nur segeln. Ja, und das ist natürlich ein bisschen der Nachteil. Aber es macht auf jeden Fall riesigen Spaß. So, aber jetzt an der Seite seht ihr hier nochmal eine Playlist und zwei weitere Videos, die ich euch gerne vorschlagen möchte. Genauso auch die Verlinkung zu meinem Let's Play Channel. Schaut da gerne auch mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, noch viel Gesundheit und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Haut rein!